Hallo meine Freunde und willkommen zu einer neuen Runde Let's Race. Und heute spielen wir den heiligen Gral der Rennspiele. Die Rede ist natürlich von Forza Motorsport 6. Guckt euch den fucking Porsche Spyder an, ey. Alter, ist das ein geiles Auto. Hä? Ey, what the fuck? Unfassbar geil. Ja, Leute. Ich habe jetzt erst gedacht, wie gehst du jetzt hier vor, ja? Wie machst du das, ja? Wie willst du Rennspiele spielen, ja? Ich habe ja mal eine Runde Project Cars gespielt mit ein paar Leuten, das wisst ihr ja. Genauso werde ich wahrscheinlich auch Forza ein bisschen spielen mit ein paar Leuten. Mit denselben, mit denen ich Project Cars gespielt habe wahrscheinlich. Oh, ich kann den Spoiler hochfahren. Ist ein Knöpfchen dran oder so? Hat er einen Kofferraum vorne? ja, dann habe ich mir überlegt, wie soll das in Zukunft jetzt funktionieren, ja? Wie mache ich das mit den Videos, mit Rennsport und so? Ist ja immer so eine Sache. Ich finde Rennspiele eigentlich für zuzugucken fast ein bisschen uninteressant, ja? Deswegen habe ich jetzt, ich hatte da die paar Runden gemacht gehabt und habe mir gedacht, naja, ich kann sich auch nicht immer drauf verlassen, dass die Forza-Jungs dabei sind, dass die mitspielen, ja. Und, boah, Alter, sieht das Auto geil aus. Oh, krieg ich einen Ständer, ey. Alter! Ja, und mit ein paar Leuten ist es bestimmt cool, so ähnlich wie Rocket League oder so, ja. Und habe mir gedacht, alleine ist ja auch ein bisschen öde eigentlich, ne. Aber das ist halt jetzt so, ich will das jetzt eigentlich ein bisschen alleine spielen, weil ich halt mega geil finde, das Spiel. Das ist für mich der, wie ich schon gesagt habe, das ist für, oh, ich will eigentlich aussteigen. Hallo, kann ich aussteigen wieder? Also, ja. Hm, ja, dahin, ja, da. Es ist für mich der heilige Gral in Sachen Rennspielen. Das ist halt einfach nur ein Rennspiel. Hier stecken 10 Jahre Rennsporterfahrung drin, ja. Was weiß ich, wie viel Motorsportler haben hier das Spiel gespielt. Egal, ob das jetzt Forza Motorsport 1 ist oder 2 ist oder 3 ist. Oder halt jetzt der 6. Teil, ja. Die Jungs von Turn 10 wissen einfach, wie man Rennspiele macht, ja. Wie man auch Grafik macht, wie man Physik macht, wie man Telemetrie macht, wie man Telemetrie umsetzt, ja. Wenn du dir jetzt zum Beispiel mal anguckst, allein nur der Grundgedanke zum Beispiel. Zum Beispiel eine Bremslinie in Forza Motorsport 5 wird durch die Telemetrie berechnet. Ja, die ist nicht wie in Gran Turismo zum Beispiel. Da ist egal, was für ein Auto man fährt, die Bremslinie ist immer gleich. Ja, und hier in diesem Spiel hier passt die 100%. Ja, die ist eben nicht immer gleich. Ja, weil die genau von der Telemetrie berechnet wird. Ja. Jetzt habe ich mir dieses Porsche-Pack gekauft, ja. Und habe mir gedacht, bevor ich jetzt einfach mal losfahre, muss man noch ein paar Sachen erklären zu Forza Motorsport. Es ist nämlich so, also ich habe mir, wie gesagt, ich habe mir dieses Porsche-Pack hier gekauft, das sind einige Autos, viel zu teuer, 20 Euro kostet der Scheiß, naja, ist halt so, muss mal durch. Kann man jetzt lange drüber diskutieren, finde ich nicht toll, ist aber halt jetzt so, ja, kann man jetzt nichts machen. Ja, die Autos gehören mir übrigens alle, also wenn man sich das Pack kauft, muss man die Autos nicht erst noch erspielen, sondern man hat die Autos direkt. In Forza Motorsport gibt es... kann man hier schön sehen. Und zwar gibt es den Forza Motorsport 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Klassen. Ja? So. Die Klassen sind logischerweise, E ist logischerweise das langsamste Auto, was es gibt. Ja? Das kann man sich ja mal angucken. Das ist zum Beispiel, das ist zum Beispiel hier der Chevrolet Bel Air. Ja? Der ist zum Beispiel ein E-Auto. Oder der Ford Fiesta XR2, ja, das ist zum Beispiel auch so ein E-Auto. Der zeigt jetzt gerade nur die Autos an, die ich besitze. Damit gibt es noch viel mehr E-Autos, ja. So, und das ist logischerweise, das sind die langsamsten Autos, ja. Die schnellsten Auto X, ja, sind Indycars zum Beispiel, ja, oder Formel 1 Autos. Oder, ja, das Formel 1 Auto, genau. Eine Klasse davor, P, das sind diese Prototypen von Le Mans zum Beispiel, ja, wie hier zum Beispiel. Das ist ein P-Auto, ja. Es ist jetzt so,
Wir bewegen uns mehr so, ich bewege mich mehr in diesen zwei Klassen, A und S, die finde ich gut, B ist auch noch toll, ja, R kann man auch mal fahren, zum Beispiel Tourenwagen ist eine R-Klasse, wie zum Beispiel hier der, wie heißt das hier, der BMW zum Beispiel, ja, das ist zum Beispiel so ein Auto, der Veyron Supersport ist aber jetzt, das ist jetzt kein, das hier ist zum Beispiel auch so ein Tourenwagen, sowas in der Art, ja. Pass auf, wir kaufen jetzt einfach mal ein Auto. Und zwar, ich habe letztens noch gedacht, ich wollte eigentlich irgendwas Geiles haben. Und zwar, der hat mir einfach mal ein Beispiel. Pass auf, wir kaufen uns einfach mal hier so ein Ford. Pass mal auf, hier, der ist doch ganz cool. Der Shelby GT 350R. Das ist doch ein geiles Auto, den holen wir jetzt einfach mal. So, das ist jetzt ein A-Auto. Ja? Ah, jetzt stimmt, hier gibt es jetzt verschiedene Designs zur Auswahl. Und zwar kannst du das Auto in Werksfarben kaufen. In dem Fall ist es eine Special Edition, gibt es nur in der Farbe. Nur in Schwarz mit den Rennstreifen da halt. Dann gibt es noch diese Spezialfarben, das sind so Forza-Spezialfarben. Oder es gibt diese Vinyls, die Community gemacht hat. Ja. Viele von euch wissen das wahrscheinlich, dass Forza hat einen ziemlich extrem krassen Editor, wie man Autos verzieren kann. Ich meine, guck dir das hier an. Alter, what the fuck? Ja. Also die Leute kommen auf Sachen. Wahrscheinlich hätte ich jetzt irgendwie einen Profi neben mir sitzen. Lol, The Division? Hä? Krass. Shadow Trooper. Der sieht ja geil aus. Lol. What the fuck? Lol? Der sieht ja mega aus, oder? Das ist eine Sache, die ich saugeil finde. Ein großer Minuspunkt zum Beispiel für mich im Project Cars ist, das hatte ich vielleicht schon mal angeredet gehabt. Und zwar, das ist ihr 2016er Ford Shelby GT 350R. In Star Wars The Force Awakens Design. Und zwar, weil ich in Project Cars schlecht finde, ist, dass es keinen Tuning-Shop gibt. Ich glaube, auf dem PC gibt es einen, auf der Xbox keinen oder so. Irgendwie sowas. Wurde da mal gesagt, keine Ahnung. So, jetzt kann man hingehen. Und kann Tuning-Setups holen, die von der Community erstellt worden sind. Man kann auch selber upgraden, natürlich, klar. Ja, kannst zum Beispiel hingehen. Die Grundbasis ist jetzt A656. Ja, das ist die Grundbasis, das ist ein A-Auto. Ne? So, geht man über 700, also 701, ist dann schon S. S geht dann bis 800, ja. Und R fängt ab 801 dann an, ja. Soweit klar, ja. Das heißt, ich kann hier das Auto, könnte ich im Prinzip hingehen und könnte zum Beispiel, ich glaube, hier kann ich auch den kompletten Antrieb austauschen. Ah, das hier ist dann praktisch ein Heckantrieb. Oder ein Frontantrieb. Ne, Moment mal, das hier ist ein Allradantrieb. Normalerweise Serie hat er Heckantrieb und das hier ist ein Allradantrieb. Dann ist er direkt schon S710, wie ihr rechts auf der Seite seht. Ne? Und dementsprechend verändern sich natürlich die Werte. Die Beschleunigung ist viel höher, klar, logisch. Hier kann man auch was umbauen komplett. Also ihr seht, hier sind die Möglichkeiten unendlich, ja. Das Problem ist, das ist eine Art vom Tuning. Andere Tunings sind zum Beispiel noch hier die Tunings. Das heißt, ich kann den Reifendruck verändern zum Beispiel, ich kann die Übersetzung verändern, ich kann die Ausrichtung verändern, ich kann die Stabilisatoren verändern, die Federn, bla bla bla. Davon habe ich keine Ahnung, ja. Deswegen geht man eigentlich hier hin und das ist halt cool an hier im Spiel, man hat eine Community, ja. Wie zum Beispiel unser Raceboy, ja, sieht man hier links auf der Seite, ja, der macht halt so diese Tuning-Setups, ja. Wie zum Beispiel jetzt A700 Crip, ja. Dann steht rechts noch so eine Beschreibung, Great Crip Car, Twitch, bla bla, da macht er noch seine Werbung, klar, klar, ist logisch. Jetzt kann man hier ein bisschen durchgehen, links sieht man auch eine Bewertung, wie ihr da sehen könnt, ja. Was man auch machen kann, ja. Man kann zum Beispiel hingehen, also wir könnten jetzt hier, wenn man hier das Setup jetzt kauft, lässt man die Hardware, man bringt die Teile an und gleichzeitig wird auch das Auto getuned, ja. Ihr seht jetzt hier, 66.000 Mark kostet mich das nochmal, also ungefähr so viel wird das ganze Auto. Und dann habe ich ein perfektes A600 Auto, ja. Und wenn ich jetzt anfangen will zu tunen, sagt ihr zu mir, dass eine Tuning-Einstellung da drauf ist. Das heißt, ich darf an der Tuning-Einstellung nichts verändern, ja. Die Teile bleiben zwar dran, aber Tuning ist vom Raceboy gemacht worden. Also von dem Ersteller vom Tuning, ja. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum erkläre ich euch den ganzen Scheiß? Weil das wichtig ist.
Forza Motorsport ist mehr wie ein Rennspiel. Es sind einfach nur so hin und her Gefahren. Hier steckt doch viel, viel mehr drin, ja. So, jetzt ist es so, was man auch machen kann. Und zwar kann man hingehen, nimmt sich zum Beispiel hier mal die A-Klasse. Hier sind jetzt die verschiedenen Strecken zur Auswahl. Also hier ist jetzt Rival, ne? Das ist einfach nur Zeitfahren, ja. Gegen die Ghosts fahren, die halt so da rumfahren. Man kann einen Ghost auswählen, dann kann man gegen ihn fahren. Man kann auch den Ghost gucken, wie der gefahren ist. Kannst du auch machen, ja. Zum Beispiel hier, das ist so meine Referenzstrecke immer so ein bisschen. Damit teste ich immer so ein bisschen. Was man jetzt machen kann, man kann hingehen, man geht hier auf die Bestenliste. Dann sieht man ja hier zum Beispiel mit dem, der Alpha 33 Stradale ist so ein Lobbyauto. Da komme ich wahrscheinlich auch später nochmal drauf zurück, was da genau ist. Hier sieht man jetzt auch zum Beispiel, man kann hingehen und kann die Tunings von denen holen. Ja, man kann die Tuning-Einstellung herunterladen, kauft sich diesen Alpha 3000 Stradale und hat dann genau die gleiche Ausgangsposition wie dieser Spieler. Du hast genau das gleiche Auto, du hast genau die gleichen Upgrade-Teile dran und du hast genau das gleiche Tuning. Und das finde ich halt mega geil, weil dann ist es 100% Cash, dann kann kein Mensch mehr behaupten, ah ja, der hat ja ein anderes Tuning wie ich oder so. Ist alles Blödsinn. Das hier, so wie das da jetzt ist, ist es tipptopp, ja. Zum Beispiel der oberste hier, seht ihr jetzt auch rechts auf der Seite, steht gar kein Tuning, ja. Das liegt ganz einfach daran, dass dieser Typ das Tuning nicht freigegeben hat, beziehungsweise der hat halt auch sein Auto halt selber getuned und hat halt das hochgeladen, das Tuning-Setup, ne. Dann steht rechts noch, seht ihr ja, rechts sind so Punkte, ne, beziehungsweise so halbe Punkte und Punkte. Das ist halt ABS, Traktionskontrolle und Getriebe, ja. Das heißt, ABS ist bei dem Spieler hier komplett aus gewesen, die Traktionskontrolle ist komplett aus und er hat nicht nur selber geschaltet, sondern er hat sogar selber gekuppelt, ja. Nach Klasse und Freunde, so. Hier kann man halt auch nochmal gucken, ja, wie meine Freunde halt so hier abgeschnitten haben, ja, was für einen Platz die Leute haben. Wenn man hier so ein Aufrufezeichen an der Zeit hat, dann bedeutet das, dass die Zeit nicht gewertet worden ist. Das heißt, man ist entweder durch die Wiese gefahren, man abgekürzt, solche Sachen halt, ja. Und hier seht ihr jetzt auch zum Beispiel mal schon viel mehr Symbole, ja. Hier war zum Beispiel, hat ABS zwar angehabt, aber keine Bremshilfe gehabt. Es gibt auch noch eine Bremshilfe, ne. Dann gibt es Stabilitätsmanagement und Traktionskontrolle, hat er beides angehabt hier, ja. In dem Fall jetzt hier bei dem Spieler, ne. Und Getriebe hat er halt komplett selber schalten gelassen. Das heißt, er hat nicht selber geschaltet, er hat nicht selber gekuppelt, das hat alles der Computer übernommen, ne? Kannst auch jetzt hier als Rivalen festlegen, man kann auch die Aufzeichnung sich angucken. Das heißt, das ist halt echt geil, gell? Man kann halt hingehen und man kann hier den ersten Platz nehmen, diese 1.14.6, die der gefahren hat. Man kann sich angucken, wie der die gefahren hat. Mit Telemetrie, mit allem drum und dran, ja? Die Telemetrie zeige ich euch gleich jetzt mal noch. Hier ist erstmal so ein Einführungsvideo für Forza, so. Jetzt stelle ich die Frage, warum ist Forza für mich mehr als einfach nur ein Rennsportspiel, so, ja, als einfach nur so ein Rennspiel, ja. Zum einen ist es so, es gibt immer eine Karriere in Forza. Zum anderen ist es so, das Rivalensystem, habt ihr ja gerade schon so ein bisschen gesehen, ist hier richtig gut ausgebaut. Man kann sich die Tuning-Setups holen, man sieht, was für Autos die Leute gefahren haben. Es gibt alle paar Wochen oder einmal im Monat gibt es immer solche Events, die man auch machen kann, ja. Wie zum Beispiel jetzt hier, ich bin jetzt kein VIP, aber hier gibt es zum Beispiel Community monatlich, ja, kann man hier auch mitfahren. Wird immer so eine Strecke vorgeschlagen und ein Auto, manchmal kann man das Auto auch selber auswählen. Hier bei Herausforderungen gibt es auch Track Days, Autocross und Drift Zone. Das ist immer so ein bisschen so ein Ding, das ändert sich immer so ein bisschen, ja. Da gibt es halt immer so Events, ja. Dann gibt es hier einen Mehrspielermodus, das ist ja klar, ja. Es gibt den Mehrspielermodus, zum einen kannst du private Lobbys erstellen und kannst mitspielen, kannst auch KIs dazu machen, kannst spielen. Eigentlich so, wie man das kennt, so wie man sich das eigentlich vorstellt. Ja, man kann hier auch, kannst doch hingehen, kannst sagen, okay, ich will jetzt nur A-Klasse Multiplayer zum Beispiel fahren. Ja, das gibt es auch hier in dem Spiel. Ja, du kannst auch Drift-Challenges mitfahren und so. Ja, also in Sache Multiplayer ist hier, bleibt hier kein Herz offen, ja. Das Einzige, was wirklich ein bisschen blöd ist, und das ist ja die Sache, die ja Forza Motorsport 6 jetzt angekreidet wird, seitdem es Project Cars gibt. Es gibt halt immer noch kein Qualifying. Man kann auch nicht die Länge von sowas einstellen, ja. Also man kann zwar die Länge vom Rennen einstellen, aber man kann halt kein Qualifying fahren, man kann kein Training fahren. Es gibt immer noch kein dynamisches Wetter. Das heißt, entweder ist die Strecke nass oder es ist nicht nass, ja. Oder es ist halt dunkel oder hell, ja.
Aber ja, so ist das halt in Forza momentan noch. Ich denke mal, die Kritik haben sie in letzter Zeit ziemlich oft bekommen. Und damit müssen sie jetzt klarkommen. Und dann müssen sie halt gucken, dass sie für den nächsten Teil ein bisschen nachbessern. Ne? Dynamisches Wetter gibt in Forza Horizon zum Beispiel auch. Ne? Gut, dann gibt es die Ligen. Und hier ist auch was Cooles. Und zwar gibt es zum einen die Liga. Also man wird in der Liga auch festgerankt, ja. Wie man das eigentlich so kennt. Und zwar, jetzt gibt es mittlerweile gibt's auch eine Porsche-Liga. Klar, da steht Porsche Motorsport hier. Da steht Pack von Porsche so. Dann gibt es eine Geisterliga. Dann gibt es eine Langstreckenliga. Dann gibt es momentan eine Lamborghini Super Trofeo S1 V1 League. Ja. Und dann gibt es die Geisterliga A. Und dann gibt es Kompaktsportwagenliga. Das ändert sich immer so ein bisschen. Ja. Man wird auch gerankt. Das heißt, in 5 verschiedene Klassen. Wobei 5 Basis ist, also Noob, also Vollhorst kann man schon fast sagen. 4 ist Enthusiast, das ist dann schon Noob. 3 ist sozusagen Amateur. 2 ist dann schon ganz gut. Und 1 ist halt, da rennt halt die Elite rum, ja. Oder Spitzensport, wie es hier genannt wird, ja. So, die Geisterliga ist deswegen cool, weil dann, es gibt nun mal einfach in Rennsportspielen halt immer Idioten, ja. Leute, die halt einfach nicht verstehen, dass man, auch fair gegeneinander fahren kann, ja. Die Leute wollen halt mit aller Gewalt gewinnen, schießen Leute ab, drängen Leute ab. Und das gibt immer nur Ärger, ja. Deswegen gibt es eine Geisterliga, da fährt halt jeder für sich. Fahren halt nur Ghosts auf der Strecke, es gibt halt keine Kollision. Dann kann man sich auch nicht gegenseitig abschießen, ja. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, ja. Es gibt ja auch Ligen, wo das nicht so ist, ja. Also ist halt im Prinzip alles kein Problem, ja. Und man kann ja auch immer noch mehr Spielermodus fahren, da wird ganz normal gefahren, ja. Ja, wie gesagt, haben wir die Karriere. Und wie gesagt, meiner Meinung nach macht das Spiel sehr viel bei den Rivalen aus. Also ich bin so ein absoluter Rivalentyp. Ich kann sein, dass ich mich mal einen Mittag hinhocke und Vollstoff-Rivalen spiele, weil mir das voll abgeht, ja. keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht mehr, was für einen Platz ich hier bei Catalunya Nacional habe. Ich bin auf Platz 337 von 559.000. Ist also schon gar nicht so schlecht. In Europa bin ich auf Platz 238 von 252.000, ja. Und hier fahren wir jetzt auch mal gerade eine Runde. Und zwar habe ich mir einen Porsche angelegt gehabt. Wenn wir ja schon ein Porsche-Paket geholt haben, können wir auch ein bisschen Porsche fahren, würde ich sagen, ne? Die 3, ja, das war der. Naja. So, dann gibt es, logischerweise gibt es hier verschiedene Fahrhilfen. Ist auch klar, ne? Zeige ich euch das gleich mal. Das Coole ist nämlich beim Forza Motorsport, es ist eine Simulation, also eine richtige Rennsimulation, und gleichzeitig ist es aber auch ein Spiel, wo man halt, man kann halt so extrem bei den Fahrhilfen runterschrauben, dass du halt dann echt fast jeder Vollhaus das Spiel fehlen kann, ja. Die Ideallinie lasse ich immer auf Bremshilfe, weil es ist ja so, wenn ich jetzt immer dasselbe Auto fahren würde, hätte ich auch immer die gleichen Bremspunkte. Da ich aber bei Forza Motorsport ja, keine Ahnung, locker mal 10, 15 verschiedene Autos festfahre, muss ich ja für jede Strecke andere Bremslinien im Kopf haben, ja. Vor allem die schnelleren Autos haben ja auch kürzere Bremspunkte, ja. Weil die halt ja auch viel extremere Bremsen haben, ne. Deswegen habe ich die Bremshilfe an. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich wäre der absolute Noob oder so. Ich mag das einfach nicht. Man verpennt das auch mal schnell zu bremsen, wenn nichts Rotes kommt oder so. So, dann kann man hier, bei Bremsen kann man wirklich unterstützt auch machen. Das heißt, du brauchst echt nur noch Right Trigger zu drücken und einfach nur zu lenken eigentlich. Ja, das Spiel bremst für dich komplett alleine. Man kann ABS anmachen oder ABS ausmachen. Das heißt, wenn ich jetzt hier voll in die Eisen steige mit ABS, also wenn ABS aus ist, blockieren die Räder. Ja, wenn ABS an ist, blockieren nicht die Räder. Das heißt, ich kann Vollstoff bremsen, aber muss natürlich selber bremsen, das ist nicht, ne. Die Lenkung habe ich auf normal gestellt, weil Simulation mir ein bisschen übertrieben komisch vorkommt, wenn ich ehrlich bin. Ach stimmt, da kann man auch unterstützt machen. Er lenkt das Spiel sogar für einen ein bisschen. Dann kann man hier, wie gesagt, man kann nur Stabilitätsmanagement anmachen, nur Traktionskontrolle anmachen oder beides anmachen. Oder man macht beides aus, wie ich jetzt zum Beispiel. Dann kann man Schaltung, kann man Automatik machen. Bin ich eigentlich immer gefahren, jahrelang mit dem Controller. Ich habe ja auch noch ein Lenkrad hier stehen, aber da habe ich mir angewöhnt, halt auch von Hand zu schalten. Kuppeln tue ich nicht selber, finde ich irgendwie uninteressant mit dem Controller. Obwohl er Zeit kostet, wenn man selber kuppelt. Wenn man selber nicht kuppelt, so. Dann haben wir Starten. Mache ich nur kosmetisch. Bedingt dadurch, ich könnte jetzt hier auf Simulation fahren, wäre überhaupt gar kein Problem. Ich könnte jetzt Singleplayer auch komplett mit Simulation fahren. Aber da du halt, wenn ich halt auf Multiplayer stelle, müsste ich immer wieder die Einstellung ändern auf kosmetisch. Weil ganz ehrlich, im Multiplayer fahren so viele Idioten durch die Gegend. Da kannst du einfach nicht damit rechnen. Die knallen dich einfach so ab und dann ist deine Karre am Arsch und dann wartet. Ja.
Das bringt es ja auch nicht, ne? Und zurückspulen habe ich auch ran, um Frustmomente zu vermeiden. Ich weiß, ihr kennt mich. Ich bin da manchmal ein bisschen empfindlich. Gut. Dann machen wir Rennen starten, würde ich sagen. Läuft übrigens in 1080p und 60 FPS. Unfassbar, man mag es nicht glauben. Gut, drehen wir mal noch ein paar Runden und dann sollte das im Prinzip auch schon gewesen sein. So, Besonderheit hier ist jetzt, und zwar, wir schalten Tisch auf A und B. Kann man alles umstellen, wenn man will. So, aber wie gesagt, ich hab ja gerade schon gesagt, wenn ich jetzt voll in die Eisen gehe, wie zum Beispiel jetzt bei jeder Kurve, gehe ich voll in die Eisen, lenke nach links oder rechts und es passiert halt nichts, ja, weil die Räder halt Vollstoff blockieren, ohne ABS, ne. Deswegen muss man hier mit Gefühl bremsen. Eigentlich immer so, ist unterschiedlich von Auto zu Auto, aber es sind eigentlich immer so 75-80% vom Trigger ungefähr, die man reindrücken muss, um voll zu bremsen. Ihr seht schon, ich habe schon länger nicht mehr gespielt. ja. Dann ist hier die Telemetrie. Kann ich euch mal zeigen. Sieht man wahrscheinlich jetzt ein bisschen schlecht. Warte mal. Also hier ist einmal die allgemeine Telemetrie. Ihr seht ungefähr, wie viel Leistung das Auto gerade braucht, wenn ich Vollgas gebe. Dann seht ihr, wie viele Umdrehungen ich habe, wie viele Newtonmeter wir haben. Wie viel Gaspedal ich drücke, wie viel ich bremse. Handbremse ist auch dabei, okay. Kupplung tue ich ja nicht, ich tue nicht kuppeln. So. Oben links sind die Geschwindigkeiten, der Gang. Dann kann man hier weitergehen. Das ist. Sieht ein bisschen komisch aus. Das sind die G-Kräfte von den Reifen. Ja, da seht ihr hier jetzt, wenn ich in die Kurve hier reinfahre, da seht ihr halt, wie die Reifen beansprucht werden, ja. Gehen wir mal eins weiter. Da vorne ist übrigens ein Ghost von jemandem aus der Freundesliste, ist von mir. Hier seht ihr die Federbeanspruchung, also von der Aufhängung. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier voll in die Eisen gehe, seht ihr ja, geht das Vollstoff nach vorne. Oder jetzt habe ich hier so linksseitig, ja, weil das Auto ja links einknickt, logischerweise. Wenn ich nach rechts senke. Ja. Dann haben wir hier die G-Kräfte von der Karosserie. Wird gar nichts angezeigt, gar keine Zahl, oder? Oh, sorry, ich guck gerade auf den Scheiß da drauf. So, dann haben wir hier Reifentemperatur, ist auch ganz wichtig. Ist in Project Cars viel wichtiger wie in hier dem Spiel. Ist aber trotzdem nicht unwichtig in Forza. Wenn ich aber jetzt hier Rivals zum Beispiel fahre, habe ich immer Optimaltemperatur. Ist genauso wie der Spritverbrauch, der ist auch immer optimal hier. Ich muss also in die Boxengasse fahren oder so. Ich kann Runde für Runde drehen, passiert nichts. Ja. Was war jetzt hier? Reifen und Verschiedenes. So, dann haben wir hier Temperatur noch. Das ist die Reifentemperatur. Haben wir innen, Mitte und außen für jeden Reifen. Beim Anbremsen logischerweise ein bisschen wärmer. Jetzt links auf der Seite ein bisschen. Rechts auf der Seite hängen die jetzt ein bisschen in der Luft. Ja, jetzt die Hinterreifen sind jetzt gerade durchgedreht, habt ihr gerade gesehen. Geht die Temperatur natürlich hinten hoch, ist ja klar, ne? Obwohl das ja ein Allradantrieb ist, das hier eigentlich, aber trotzdem. Da seht ihr das. Ja, und der Schaden am Auto. Das ist das Letzte, was in der Telemetrie vorkommt. Ja, das kann man sich genau detailliert anzeigen lassen. Gibt es in Gran Turismo zum Beispiel nicht? Gibt es in Project Cars, glaube ich, schon? In Assetto Corsa weiß ich jetzt nicht so richtig, ob das da gibt, keine Ahnung. Ja, für mich ist das hier die Basis, auf der eine gute Rennsimulation aufbaut. Sowas brauchst du einfach, sowas musst du einfach haben. Natürlich wird sowas auch im Hintergrund berechnet, ich finde es aber trotzdem cool. Ich meine, hier gibt es schon seit Forza Motorsport 3 oder so, keine Ahnung. Das haben die schon ewig gehabt. Und hier stecken so viele Jahre Erfahrung drin in dem Spiel. Das merkst du an allen Ecken und Kanten. Ja. Gut, Leute, dann sollte das jetzt hier gewesen sein. Das war dann mehr so ein Info-Video, sage ich mal. Ja. Fahren wir in die Boxengasse. Ja. Und im nächsten Video fahren wir dann mal ein bisschen Ghost Liga. Gucken wir mal, wie gut ich da noch so bin.
Und da können wir tatsächlich mit jedem Auto mitfahren. Fährt nämlich momentan A-Klasse. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Und tschüss!